Ich grüße euch Leute und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe unseres Unboxings der WWE Elite Mattel Figuren. Ich habe mir wieder eine neue Figur besorgt, eine Figur, die zurzeit sehr, sehr günstig ist und da war ich dann doch schon sehr verdutzt gewesen. Kann es gleich vorneweg sagen, ich habe 15 Euro für diese Figur bezahlt und bin richtig heiß drauf und vor allem in Anlehnung an die Figur vom letzten Mal, den Macho Man. Wir bleiben den Roben und den Umhängen treu. Und zwar habe ich mir besorgt den guten Ric Flair, der die Divining Moments Edition, genau dieselbe Edition, wo auch der Macho Man herkam. Richtig geil. Wir werden uns die Figur natürlich ein bisschen genauer angucken. Hat hier halt so einen richtig schönen Mantel. Wird, denke ich mal, im Regal richtig geil aussehen. Ich sehe hier auch gerade von hinten wird so richtig schön Nature Boy eingeblendet. Ach, das sieht so super aus. Leute, wir werden uns die Figur ein bisschen genauer angucken. Wir schwingen dafür rüber auf meinen patentierten Unboxing-Tisch. Und ich würde sagen, Leute, Ric Flair, gucken wir uns den guten mal ein bisschen genauer an. Ja, Leute, rübergeschwenkt zum patentierten Unboxing-Tisch. Die Figur von Ric Flair, wieder mal eine Robe, die wir ja zu bestaunen haben. Richtig coole Figur. Wir gucken mal zur Seite hier auch wieder so Ric Flair abgebildet. Gut, Beleuchtung ist gerade etwas blöd, Leute. Tut mir leid. Und natürlich hier im Hintergrund wieder der Auszug aus seiner Vita. Wir handhaben es wie beim letzten Mal. Für diejenigen, die es interessiert, jetzt einfach mal auf Pause drücken, durchlesen. Ich denke mal, Ric Flair sollte für jeden ein Begriff sein. Was ich sehr interessant finde, hier hinten auf seiner Robe steht tatsächlich Nature Boy da. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Haben wir ja vorhin schon drüber geredet. Leute, ich würde sagen, wir packen den Guten aus und gucken mal, wie er so im Ganzen so wirkt. Ja, Leute, dann gucken wir mal rein. Wir können den ja hier so eigentlichst rausschieben. War ja eigentlich wie bei der Macho Man Figur. Ah, ja, da ist er schon mal, der Gute. Oh, muss ich mal kurz festhalten. Legen wir hier mal zur Seite. Wir haben hier wieder dasselbe Ding wie immer, dass das hier quasi eine Bühne abbildet. Jetzt muss ich hier aber mal wirklich gucken. Oder kriege ich den so raus? Ja, Leute, alle Klebestreifen entfernt. Wir sollten ihn... Oh, jetzt rausschieben können. Er ist ein bisschen wackelig, der Gute. Da muss ich hier mal ein bisschen aufpassen. Jetzt erwarten mich hier bestimmt wieder diese typischen, ne, Bänder und was weiß denn ich nicht alles. Man muss erstmal, ja, ich sehe schon, ich muss hier nochmal mit dem Messer ran, Leute. Ja, Leute, und da ist es passiert. Der gute Ric Flair sollte jetzt aus den Klauen seiner Verpackung befreit worden sein. Ric Flair ist frei hier mit seiner Robe, war wirklich sehr cool. Also er hat hier, wie gesagt, so einen Klettverschluss, dass man das auch richtig anlegen kann. Die Robe gefällt mir tatsächlich noch etwas besser als die vom Macho Man, um ehrlich zu sein, mit diesen Flügeln. Ich finde das einfach so richtig schön übertrieben, Leute. Das ist einfach mal der Wahnsinn. Und hier auf der Rückseite auch definitiv ein Blick wert. Diese Verarbeitung kann man sich ruhig mal angucken. Das haben sie wirklich cool gemacht. Und hier auf dem Rücken halt der Schriftzug des Nature Boy Ric Flair. Aber auch ohne Robe, würde ich sagen, gibt der Gute auch eine echt tolle Figur ab, um ehrlich zu sein. Wir sehen hier auch auf der Schlimmer sein RJ, sein AF Ric Flair Zeichen. Und dasselbe gilt auch für die Schüchen, Leute. Dort sind diese Abzeichen ebenfalls zu finden. Aber natürlich im Regal steht der Gute natürlich mit seiner Robe. Ja, Leute, und nach gefühlt 2 Stunden habe ich es auch endlich mal geschafft, ihm seine Robe wieder anzuziehen. Und ihr sollt natürlich auch nochmal die Möglichkeit haben, den guten Ric Flair von nahen etwas genauer zu betrachten. Ich kann ihn ja nochmal ganz kurz wenden, Leute, dass ihr diesen Nature Boy Schriftzug vielleicht nochmal etwas genauer sehen könnt. Ist auf jeden Fall fürs Regal, ich sag's immer wieder, eine Bereicherung, erst recht neben dem Macho Man Randy Savage und erst recht mit der Figur, die ihr als nächstes beim Unboxing erwarten könnt. Ich will aber nichts genaueres jetzt schon verraten, ihr werdet das dann schon alles mitkriegen. Aber ich sage mal, Ric Flair, der Nature Boy, willkommen in meiner Sammlung. Wirklich, Leute, schlag zu, ist eine Figur, die zurzeit unter 20 Euro zu haben ist. Und ich denke mal, ist ein Blickfang im Regal auf jeden Fall wert. Die Robe ist super verarbeitet, also das muss ich wirklich mal sagen, auch hier an der Seite. Schön Steifigkeit reingebracht, also die Flügel, die werden definitiv nicht einklappen, sage ich mal. Leute, coole Figur, könnte man auch fast falsch rum hinstellen, ist ein Blick wert. Aber naja, Ric Flair, ich habe es jetzt schon 1000 Mal gesagt, willkommen in meiner Sammlung. Und Leute, ich danke euch vielmals, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt zum Unboxing der WWE Elite Mattel Action Figuren. Vielen lieben Dank, Leute. Link in der Videobeschreibung zum Unboxing noch von anderen Figuren. Schaut auf jeden Fall vorbei. Und Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Und ich würde sagen, keep on wrestling und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.